Hallo meine Lieben, heute bin ich wieder mal mit einem neuen Video vor euch und will euch zwei Tipps und Tricks zeigen, die mir sehr, sehr nützlich sind und euch den einen oder anderen auf jeden Fall nützlich werden kann. Dann machen wir es ein bisschen spannend, oder? Kennt ihr den Zusammenhang zwischen Vaseline und Handtaschen oder Vaseline und Schuhen oder solche Perlen? Das kennt ja jeder. Das sind ja immer in den neuen Sachen, was wir kaufen, drin, so kleine Perlen. Den Zusammenhang zwischen Schmuck. Wer all das wissen will, schaltet bitte nicht aus und bleibt dran. Wir können ja mit meinem ersten Trick schon mal anfangen, und zwar mit meiner Handtasche. Das ist so ein Rucksack, so ein Lederrucksack ist das, kann auch synthetisch sein. Das ist genau dasselbe auch bei Schuhen, kann auch synthetisch sein oder echt Leder sein, das ist völlig egal. Und zwar zurzeit ist das jetzt so, leider bei Hände desinfizieren, kann man ja leicht ein paar Tropfen auf die Tasche kriegen und dann hat man halt solche weiße Flecken oder wird dann matt. Das sieht dann nicht mehr schön aus. Vor allem im Auto ist das immer so, wenn man Ledersitze hat, kriegt man auch immer ein paar Tropfen drauf und das sieht dann auch nicht mehr schön aus. Vor allem die Männer schimpfen da. Und da habe ich mir halt gedacht, irgendwas muss hier sein, damit ich meine Tasche wieder so, wie es war, hinkriege. Und da ist mir halt eingefallen, Vaseline. Warum nicht? Weil Vaseline ist ja so, das ist pflegintensiv, gibt Feuchtigkeit. Wenn es für meine Haut gut ist, warum soll es dann meiner Tasche schaden? Jetzt sprühe ich ein bisschen Desinfektionsmittel drauf, damit ihr auch sehen könnt, wie es vorher und nachher aussieht. Ihr könnt ja schon mal sehen, das ist viel, viel matter geworden. Vaseline könnt ihr kaufen, ist egal, wo ihr es kauft, mit dem Tuch zusammen. Tue ich einfach einschmieren, so wie ein Gesicht. Meine ganze Tasche dann. Ihr könnt schon mal sehen, sieht viel, viel schöner aus, glänzender sieht es aus. Aber das müsst ihr halt am Abend machen, damit es auch bis am Tag schön einzieht, weil sonst ist es ein bisschen fettig, das mag nicht jeder. So. Wie ihr seht, habe ich meine ganze Tasche mit Vaseline jetzt eingeschmiert. Sieht fast wie neu aus, schön glänzend und hinten ist auch nichts mehr. Eins muss ich noch dazu sagen, das schützt auch vor Regen. Das gleiche mache ich mit meinem Geldbeutel. Ihr könnt schon mal sehen, schön glänzend wie neu. Das Ganze könnt ihr auch mit einer neuen Tasche machen, weil es dann auch pflegen und schützen würde. Mit euren Schuhen könnt ihr dasselbe machen, dann glänzen sie schön und sind gepflegt. Praktisch, oder? Jetzt kommen wir zum zweiten Trick. Das ist auch was ganz Nützliches. Und zwar, jede Frau mag eigentlich Modeschmuck und gibt auch viel Geld dafür aus. Aber nach einer Weile ist das dann so, das verfärbt sich und sieht halt nicht mehr schön aus. Und dann ist das zu schade für das Geld. Bis jetzt habe ich es immer mit transparentem Nagellack probiert, aber das hat mir auch nichts gebracht. Aber seitdem ich das hier habe, verfärbt bei mir kein Modeschmuck. Da steht Silikagel drauf. Das sind eigentlich solche einfache kleine Perlen, Kieselgelperlen, die unsere Taschen, Kleidung, all das, was wir halt neu kaufen, vor Feuchtigkeit schützen. Das wäre in der japanischen Küche auch ein Schutz für Gewürze. Also nimmt die Feuchtigkeit auf, habe ich mal gelesen. Weil für unsere Schmuckstücke ist das dann auch was Tolles. Weil Schmuck darf ja auch nicht feucht werden und muss immer trocken bleiben. Das Ganze habe ich in meiner Schublade auch. Alles Mögliche, klein, groß. Halt immer wieder was rauskommt. In den Taschen, in den Schuhen. Und da habe ich ein paar Beutel immer in jedem Kasten drin. Und so bleibt auch mein Modeschmuck immer. So wie neu. Das habe ich zum Beispiel seit 3, 4 Jahren und sieht wie neu aus. Was ganz Tolles. Den Trick müsst ihr unbedingt probieren. Also mir hat es geholfen, euch wird es auch helfen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schenkt mir bitte einen Daumen. Wer will, kann sich auch abonnieren, damit ihr meine Videos nicht verpasst. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.